seit 91 bin ich hier. Seit 93 bin ich in diesem Raum gearbeitet, bis heute, fast 7 Jahre. Ja, ich liebe hier. Hier ist viele Künstler zusammen leben und arbeiten. Aber damals, ich bin noch in China, habe ich auch gelesen, die in Schwabing, in München ist sehr, sehr bekannt. Viele, viele Künstler da hin. Aber als ich hierher kam, das überhaupt nicht so. Und doch, die Dormagstraße ist sehr wichtig zurzeit. Dass so viele Künstler, über 200 Künstler zusammen hier arbeiten, produzieren, Ausstellung machen. Die Leute sind sehr aktiv und auch sehr jung. In Europa gibt es nicht mehr zweite so große Künstler zusammenarbeiten, eine Klasse. Überhaupt nicht mehr. Ich finde, dass gerade für München ist auch sehr, sehr wichtig. Als ein Kulturgebiet. Dieses Areal Funkkaserne gehört, auch wenn es etwas außerhalb Schwabings liegt, zu meinem oder unserem Stadtbezirk. Mein persönlicher Bezug zu diesem Areal ist, dass ich Ende der 60er Jahre nach meinem Studium hier als Pionierschütze eingezogen wurde. Und ich habe da vieles verdrängt, aber ich meine mich doch dann an einiges zu erinnern. Vielleicht gehen wir mal rein. Genau. Bezeichnen. In dem Sinn zwar spiele ich am Bass. Ich würde mich eher als Klangerzeuger verstehen. Und vielleicht, was mir ganz gut gefällt, ist die Definition von einem Grundlagenforscher. Ja, also, ich betreibe eigentlich Forschung, nichts anderes. Parameter über bestimmte Zeitspanne durchläuft oder bestimmte Sequenzen, dann glaube ich, werden einfach archaische Muster im Gehirn oder Areale aktiviert, wo man das Gefühl hat, es wiederholt sich, dass die Bewegung von A nach B, der Bogen, eine eigene Welt für sich ist. Sind wir ja gerade durchs Haupttor, das war auch damals das Eingangstor, mit einem strammen Soldaten davor reingegangen. Und da sehen Sie hinter mir das kleine Gebäude und das wurde tatsächlich Gaskammer genannt. Dort wurde man reingeschleust, musste eine Gasmaske aufsetzen, dann wurde tatsächlich Reizgas eingeströmt, musste dann die Gasmaske abnehmen und ohne Gasmaske, warum auch immer, möglichst lange, bis zum Teil die Leute umfielen, in diesem Reizgas wiederum sich am Boden bewegen. Warum ich da lebe, hat verschiedene Gründe. Der eine Grund ist halt, dass ich die Möglichkeit habe, relativ günstig zu leben. Wie wird die Dormagstraße von Leuten, die von außen kommen, gesehen? Ja? Jetzt habe ich verschiedene Gespräche geführt, mit Leuten auch vom Kulturreferat und so. Was immer mitschwingt bei den Leuten ist halt,
dass Sie die Thomasstraße jetzt nicht für so voll nehmen. Ein sehr stilles Pendler, ein reicher Zofen. Wir fahren dunkel in Arbeit, dunkel heim. Ja, ich bin Thomas Glatz vom Archiv für Gebrauchs- und Benutztexte, Neue Deutsche Poemata sowie geistreiche Sinn- und Schlussreime. Und ich habe 97 schon mal in der Domagstraße gewohnt, allerdings war das da ein Studentenwohnheim, vorzugsweise für Akademiestudenten. Ich bin im Januar 2001 eingezogen, um näher am Geschehen zu sein. Ein spannendes Konglomerat von Künstlern, Musikern, Fotografen. Es ist ein ganz schöner Austausch von unterschiedlichen Menschen aus unterschiedlichen Ländern, die sich unterschiedlich mit der Welt auseinandersetzen und unterschiedlich kreativ äußern. Wir brauchen Musik. Wir können schon zur Bar gehen. Das Open Mic wurde initiiert von Nancy Pfeiffer, eine Off-Kultur-Veranstaltung. So eine Art offene Bühne. Entsorgung oder Scheißrache, Kronsdorf. Das Billigste ist Wegschmeißen. Wegschmeißen kommt viel billiger. Das ist mit allen so. Alles wird weggeschmissen, hier kriegt man nichts mehr. Jetzt muss ich wegen dem Scheißradl einen ganzen Schubkorn wegschmeißen. So Trovaglien, also Fundstücke, die bizarr sind, grotesk, interessant. An Australian friend of mine who's been to Germany 20 years ago told me that most of the German youth hostels are built in former concentration camps. Is this true? No, certainly not. Oh, such a pity! It might have been interesting to see these. Es passiert sehr viel gute Literatur. Es gibt Musiker der unterschiedlichsten Couleur. Ganz eigenartige Gefühlslage gehabt, dann war hier drinnen in einer ganz anderen Welt wie draußen. Erstaunlich, die haben damals selbst Kasernengebäude mit bildhauerischem Schmuck versehen. Zwischen den Beinen dieses Adlers könnte ein Hakenkreuz gewesen sein, wie man es in München oft sieht, und das ist wohl nach Beendigung dieser schlimmen Zeit weggemeißelt worden. Jetzt stehe ich im Entree dieses Gebäudes und es atmet. Du hast die Solidität, wie die Nazis damals gebaut haben. Ich spüre das förmlich noch. An den Wänden in diesem trostlosen Flur sieht man etwas nicht mehr. Da hingen nämlich Bilder von verdienten Soldaten des Zweiten Weltkrieges. Ich erinnere mich in jedem Fall noch an den Rommel, der da hing. Nach dem zweiten Bier wurden alte Lieder gesungen aus der Nazizeit und wurden Erinnerungen verherrlicht, wie es damals war. Als Meisterwerke neuzeitlichen militärischen Bauschaffens müssen die beiden neuesten Kasernen im Norden der Stadt angesprochen werden. Vollendet in Anlage und Form sind sie ein hoher Entwicklungspunkt im militärischen Kasernenbau. Nach der Gestaltung der Bauidee aber sind sie kultureller Ausdruck. Jetzt stehen wir am eigentlichen Haupteingang. Hier dürfte ich oft Wache stehen. Was das Gebäude hinter mir anbetrifft, habe ich keine rechte Erinnerung mehr. Das war irgendetwas Geheimnisumwittertes. Das war das Gefängnis der Kaserne. Bei Vergehen wurden die Leute ganz gern mal ein, zwei Tage dort eingebunkert, um sie wieder für disziplinierteres Verhalten zu gewinnen. Bei vielen hat das aber nicht gefruchtet. Thank you.
ihr heute in Bezug auf die neuen Kasernen von einem Kasernenstil reden wollen, so bedeutet er nicht mehr etwas Abschreckendes, sondern im Gegenteil etwas Vorbildliches. Punkt. Die Kunst steht hier vor der Lösung eines keineswegs leichten Problems. Punkt. Kennt der Soldat das bemalte Haus von daheim, dann wird er sich freuen, Ähnliches in der Kaserne zu finden, in die er eingerückt ist und die nicht abweisend absticht. Punkt. Mögen das nun Holz- oder Steinplastiken sein, mögen es Fresken an den Außenwänden oder Wandgemälde in den Gemeinschaftsräumen sein, oder was immer dem Schmuck dient. Die Zeit hat halt dann das dazu getan, dass die Bäume, die damals kleine Stangen waren, inzwischen sehr mächtig sind und eher per Zufall jetzt oder durch die Zeit dort so eine durchgrünte Siedlungsstruktur entstanden ist. Daran gedacht haben die sicher nicht, hier ein lauschiges Plätzchen für Künstler zu schaffen. Das ist eher durch den Zufall oder durch die Natur entstanden. Ich stamme aus Hongkong. Da war eine englische Koloniestadt. Ich glaube, ich bin ein sehr sensibler Mensch. Ich beobachte die Sachen und ich nehme die Energie oder eigentlich die Schatten von der Arbeit oder von dem Objekt und dann in meine Arbeiten zusammenbringen. Und da habe ich zwei sehr große Skulpturen. Das ist einfach mit der Zeit, mit dem Körper zusammen zu erfahren, was ist eigentlich Räumlichkeit für mich. Und da habe ich, ich glaube, ungefähr 9 Kilometer lange Draht, ungefähr 200 Kilo Gewicht. Also Gewicht, habe ich die erste große Skulptur mit verzinktem Draht zusammen gemacht. Und dann habe ich in meinem Atelier ganz ein Jahr gewickelt. Und das ist von einem Draht anfangen und dann ein Ende zu anderen Ende. Und die sind ganz weich. Die sind sehr hart, aber ganz weich. Und du kannst aufheben, das ist wie ein Wurm, wie ein Organ. Und von dieser Arbeit habe ich zweite Arbeit mit Verkopferdraht gemacht und die sind ganz hart. Und dann fange ich an, wieder so im Winkel und durch die Spannung, und dann die Skulptur hat selber eine sehr schöne Form. Und das ist auch, was mich selber fasziniert, das ist eigentlich die Intention, also die Kraft von meiner Energie und von dem Material selber, die Energie. Und wir haben zusammen getroffen und hat diese Skulptur erschaffen. Ich persönlich sehe, warum Dongmak ist wichtig, weil hier ist einfach ein Ort, kann alles Leute seinen eigenen Charakter weiterentwickeln. Wir haben keine Gemeinschaft und das braucht man auch nicht. Ich meine, jeder ist in einer eigenen Welt. Das Amt wurde hier 1992 gegründet und war auf der Suche nach einer geeigneten Liegenschaft. Wir haben hier geeignete, funktionale Diensträume. Es ist natürlich anders, wenn man in so ein Gebäude kommt, das solide und massiv gebaut ist. Und das sehen die Mitarbeiter auch. Es macht einfach Spaß, hier zu arbeiten, so wie ja auch die anderen Bewohner in der Funkkaserne dieses Ambiente schätzen, zum Beispiel die große Künstlerkolonie. Ich bin der Auffassung, dass diese Epoche, in der die Funkkaserne gebaut wurde, sicherlich eine sehr schwierige für uns war, dass es aber nicht richtig wäre, nun einfach alles abzureißen. Man hat die Gefühl, immer mit
bestimmte Geschichte hier zu tun. Aber ich sehe das oder ich erfahre das hier, wenn die Leute zusammen reden, unterhalten, das ist selten mit der Vergangenheit von den Nazis oder von den Gebäuden zu tun. Die hygienischen Einrichtungen zeugen von der weiten Umsicht und der großen Fürsorge unserer Wehrmachtsführung, den deutschen Soldaten während der Zeit seiner Ausbildung nicht nur beste Unterkunft zu geben, sondern ihn auch durch die Umwelt in der Kaserne geistig und körperlich zu schulen und zu erziehen. Denn dass dieser neue Kasernenstil, der nun wahrhaft ein Lebensstil geworden ist, der Wehrhaftigkeit dient, darüber kann es keinen Zweifel geben. Punkt. Der Soldat, der stolz ist auf sein Ehrenkleid, will auch stolz darauf sein, dass sich um sein Heim die besten Künstler bemühen. Punkt. Am besten wird sich bewusst, wenn man zum Beispiel bei Haus 33 vor Haus 33 steht und über die Tür das sich anschaut, da sind die Jahreszahlen drin. Und die sind schon so Botschaften, die sehr präsent sind. Das schwingt mir immer mit. Manchmal höre ich die Soldaten auf und ab marschieren am Gang. Also ich habe manchmal Bilder, die einfach hochkommen, klar. Wie das gebaut ist und so weiter. Das Graue, das besonders im Winter so schön zum Vorschein kommt, Nebel ist und so, dann spürt man das in der ganzen Tragweite eigentlich. Für mich sind die Menschen, oder sag mal die Energie von den Menschen, viel wichtiger als die Gebäude hier für mich. Ja, der Christoph Hannes hat in dem Zusammenhang von einem Denkmal gesprochen, einem lebendiges Denkmal, wie sich eine Nazi-Kaserne in ein Künstlerbiotop verwandelt. Ein Kulturdenkmal eigentlich. Ein Off-Kulturdenkmal. Wir haben zu den Künstlern hier ein sehr ausgeglichenes Verhältnis. Es gibt da überhaupt keine Probleme. Manchmal gibt es auch gemeinsame Anlaufpunkte, wie etwa die Gaststätte Dommergarten. Wir haben bewusst auch unsere Kantine, nämlich den Dommergarten, geöffnet für andere, weil wir wissen, welche Verantwortung eine staatliche Behörde gegenüber der Öffentlichkeit hat. Ich arbeite mit meinen zwei Kindern, die sind verheiratet. Ich habe eine kleine Enkelin und habe einen Koch, der ist ein Deutscher, der spricht aber Kroatisch. Meine Kundschaft ist sehr nett, sehr freundlich, sind meine Künstler und fremde Gäste kommen auch rein. Am Samstag ist der große Tanz, also da können sich alle Leute, Deutschen und Kroaten, da zusammen treffen und ein bisschen tanzen, ein bisschen reden und das ist sehr, sehr schön. Also ich mache eigentlich hauptsächlich Musik hier auf dem Gelände. Ansonsten arbeite ich als Webdesigner. Und ja, Musik ist eigentlich meine Liebe. Meine Musik ist hauptsächlich elektronisch. Der rhythmische Charakter kommt natürlich daher, dass ich früher mal viel Techno aufgelegt habe, versuche aber jetzt irgendwie ganz andere Wege zu gehen. Genau erinnern, als ich in die Domachstraße gezogen bin, wurde ich eigentlich schon irgendwie erzogen, mich mit Leuten zu beschäftigen, die
ich sonst vielleicht gar nicht getroffen hätte oder von denen ich vielleicht ganz was anderes gedacht hätte, als was sie wirklich sind. Wenn man jetzt Künstler trifft, die eine ganz andere Art und Weise haben, sich mit Kunst oder mit Musik zu beschäftigen. Also die einen dann auf einmal mit, um Gottes Willen, Reggae zubomben in ihrem Zimmer, dann wird man dann schon irgendwie unterbewusst beeinflusst. Mir gefällt immer noch kein Reggae, aber es beeinflusst mich. Und ich denke mir, wenn man sich kontrolliert von gewissen Sachen beeinflussen lässt, wenn man das zulässt, dann kann man eigentlich nur weiterkommen mit seiner eigenen Sache. Also ich nehme das durchaus auf. LaGuardia, der frühere Oberbürgermeister von New York und jetzige Generaldirektor der UNRWA, traf auf einer Europareise in München ein. LaGuardia fuhr zum früheren Haus der deutschen Kunst. Hier begrüßt ihn General Müller, der Chef der amerikanischen Militärregierung von Bayern. LaGuardia besuchte auch verschiedene Fremdarbeiterlager, Krankenhäuser. Nach dem Krieg übernahm die US-Armee das Gelände und errichtete im Auftrag der UN ein Durchgangslager für auswanderungswillige Überlebende des nationalsozialistischen Terrors. Mit der Gründung des Staates Israel am 15. Mai 1948 wurde das Resettlement Center für jüdische Displaced Persons zum Auswanderungslager im großen Stil. Von der im Jahre 1949 eigens angelegten Gleisanlage an der Domarkstraße hatten bis zur Schließung des Lagers am 22. April 1950 etwa 250.000 Menschen verschiedenster Herkunft ihre Reise angetreten. Vorher von der Vergangenheit bis jetzt, das so lange zeigt, das ist schon wie eine Brücke. Man weiß nicht, was soll man mit diesen Platz machen und hat die Stadt entschieden, okay, jetzt zuerst für die Künstler. Und denk mal, was passiert weiter. Also es ist sehr schwierig mit billigen Wohnen, alternativen Wohnen, wenn man sich dann noch den Luxus eines Ateliers leisten muss, muss man irgendwo hin. Und ich meine vom finanziellen Punkt, jeder Leute möchte Geld verdienen natürlich. Ich meine aber Kunst in der ganzen Welt, da kann man auch mit Kunst viele Leute Geld verdienen. Aber vom Künstler selber, ich meine, ein Ort Kunst zu produzieren, das ist genauso wichtig. Der Mensch arbeitet, um zu leben, aber er braucht die Kunst, damit er weiß, warum er lebt. Insofern ist das nicht nur auf München bezogen, ist das unglaublich wichtig, dass ein künstlerischer Geist muss in einer Stadt
beherrschen. Und insofern ist es sehr, sehr wichtig, dass das pfleglichst behandelt wird. Für mich ist das ideal. Ein bisschen Chaos, nicht wie eine Büroräume, das ist super. Aber wenn man jeden Tag von Stammberg hierher kam, das ist, ich fühle mich, das ist die Duft von der Kunst, dann sofort ein bisschen Chaos, aber gesund. Die Künstler brauchen erstens Publikum, sie brauchen auch die ganz normale Welt und sie brauchen auch die Auseinandersetzung und den Kontakt mit dem sogenannten Normalvolk, so wie es in Schwabing nämlich wirklich war. Es muss billig sein, aber es gehört auch das Normalbürgertum dazu. Und das an dem Reiben und an das kann künstlerisches Schaffen erst weiterbringen. Man sollte es so machen, wie es so in Barcelona ist oder in diesen ganzen südlichen Städten. Einfach viel mehr Cafés nach außen bauen, irgendwie viel mehr Leben halt auch um die Häuser rum. Ja. Vielleicht die Häuser anmalen, in verschiedenen Farben, Papiergärten, ja. Sodass vielleicht sogar Touristen hier nach München kommen und nicht nur irgendwie den englischen Garten sehen, sondern auch was vollkommen anderes. Ja, kein Plan, dass wie lange bleibe ich hier. Aber ich würde sagen, dass wenn das so ein Platz bleibt, wenn ich nach 10 Jahren wieder von irgendwo zurück und dann sehe, es gibt weiterhin Nickel, das wie ein Baum oder wie ein Pflanzen, das kann weitergehen. Und dann die Leute werden sehen, aha, es gibt einen Ort wie Oase, das hier ist grün und dann es gibt frische Luft da. Ich glaube, das ist schon wichtig für alle Menschen, nicht nur für Künstler, auch für normale Leute. Ja. Also ich bin sehr froh, dass sich die Künstlerschaft dort jetzt deutlich zu Wort gemeldet hat. Wir von unserer Seite des Bezirksausschusses, dieses Stadtviertelparlaments, unterstützen diese Anliegen vehement. Ich glaube, man hat auch bei der Stadt erkannt, dass dort eine Chance liegt, dass die Künstlerschaft nicht wie ein Wanderzirkus in der Stadt herumgereicht wird, sondern dort, was sich da jetzt schon eingewurzelt hat, weitestgehend erhalten bleiben sollte. Und ich bin guter Dinge, dass es richtig hingebogen wird. Es wird natürlich nachher nicht mehr so sein wie jetzt, aber sag jetzt mal, ein Wettbewerbsbeitrag, der auch möglich wäre, das ganze Ding abzuräumen und dort eine kompakte, dichte Siedlungsstruktur zu erreichen, wird meine Stimme in der Jury jedenfalls nicht bekommen.